Hi, ich will gerne etwas mit dir teilen. Und zwar ist gerade in mir eine sehr große Traurigkeit. Ich fühle mich irgendwie alleine. Ich vermisse meine Familie, meine Freunde und habe gerade nicht das Gefühl, dass ich irgendwie im richtigen Ort bin und das gerade wirklich liebe, was ich tue. Und ich finde das gerade so unglaublich wichtig, zu teilen und auszusprechen und anzuerkennen. Denn wenn ich diesen Teil in mir, der sich gerade traurig fühlt, wenn ich ihn nicht sehe, nicht anerkenne, nicht akzeptiere, dann unterdrücke ich ihn und unterdrücke diesen Schmerz mit etwas anderem, aber er ist trotzdem da und äußert sich dann durch irgendwas im Außen, was ich damit kompensiere. Und wenn ich jetzt da reinspüre und ihn sehe und mich trotzdem lieben kann, auch wenn ich diesen Schmerz fühle, dann ist es einfach ein Gefühl, was da ist, was aber nicht ich bin. Und ich darf dann dieser Raum sein, in dem dieses Gefühl hochploppt, auftaucht als ein Geschenk. Und ich darf es mir angucken, ich darf es fühlen. Und dann, wenn das Gefühl wieder gehen will, dann geht dieses Gefühl wieder und dann ist da vielleicht eine Dankbarkeit, eine Verbindung, eine Freude. Aber das kann nur geschehen, wenn ich es nicht unterdrücke. So oft versuchen wir Menschen, die diese Schattenanteile in uns zu unterdrücken und nicht anzugucken. Es wird uns so oft gesagt, hey, wir müssen positiv denken, wir müssen uns auf die Dankbarkeit fokussieren, wir müssen voller Freude durchs Leben tanzen. Aber was ist denn mit Traurigkeit? Was ist denn mit Schmerz? Was ist denn mit Angst? Das sind alles Gefühle, alles Emotionen, die im menschlichen Leben auftauchen, die Teil dieser Dualität sind. Und ohne Schatten gibt es kein Licht. Und diese Gefühle gehören genauso zur menschlichen Erfahrung wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Erfüllung. Und zu dem Grad, wie wir bereit sind, Schmerz zu fühlen, können wir auch Freude erleben. Und wenn wir nicht dazu bereit sind, diese Schatten anzugucken, können wir nicht erwarten, gleichzeitig auch Freude zu empfinden. Denn das ist das, was uns stark macht. Das ist das, was uns besonders macht. Diese Gefühle, wenn sie auftauchen, zu erleben und sie nicht zu bewerten, einfach wahrzunehmen und zu fühlen. Und sie gehen wieder von alleine. Wir müssen nichts tun. Wir müssen keine Technik anwenden. Wir müssen nicht jetzt aber auf einmal auf die Dankbarkeit konzentrieren oder ein paar Luftsprünge machen, sondern einfach, wir müssen einfach nur der Raum sein, einfach nur da sein für diese Emotionen. Und ich bin ja gerade in einer Familie mit zwei Kindern. Und der eine ist 2 Jahre alt. Und ich glaube, er weint pro Tag bestimmt 20, 30, 40 Mal. Und es wechselt immer zwischen, er weint gerade, dann lacht er vor Freude. Ja, dann schmeißt er irgendwas durch die Gegend und schreit irgendwas durch die Gegend. Und er lebt einfach das, was er gerade fühlt. Ihm ist es scheißegal, was irgendwer davon hält, sondern er macht es einfach und er fühlt es einfach. Wenn er gerade heulen will, dann heult er halt kurz. Und wenn wir bereit sind zu heulen, lassen wir los.
Und als ich dieses Video gestartet habe, musste ich ehrlich gesagt sagen, hatte ich keine Ahnung, wovon ich jetzt reden werde und was jetzt gerade rauskommt aus mir. Aber wenn ich mit dieser Emotion verbunden bin und einfach nur das teile, was ich wirklich fühle, dann bin ich in meinem Herzen und dann kommen auf einmal die Informationen und es kommen genau die richtigen Worte irgendwie zur richtigen Zeit. Und es freut mich gerade, ich bin gerade mega dankbar dafür und es freut mich mega, dass ich das gerade mit euch teilen darf. Und dieser Channel und auch The Dreamers Community ist nicht etwas, wo ich der Guru bin und euch irgendeine Technik erkläre oder euch jetzt erzähle, wie man das ultimative glückliche Leben in vollkommener Erfüllung und Freiheit führt, sondern ich gehe diesen Weg gemeinsam mit dir. Ich gehe diesen Weg gemeinsam mit dir. Jedes Gefühl, jeden Schmerz, jede Angst, alles, was du fühlst, fühle ich auch. Und ich gehe diesen Weg genauso, wie du ihn gehst. Und das, was unser Leben und das, was das so wertvoll macht, ist einfach, diese Gefühle, diese Emotionen nicht wegzudrücken, sondern anzuschauen. Und diesen ganzen Schmerz, den wir vielleicht in der Vergangenheit, in der Kindheit aufgesammelt haben, wenn er jetzt hochploppt, ihn anzugucken und er wird dann von alleine liebevoll gehen. Wir müssen nichts tun. Wir müssen nicht in die Liebe gehen, denn wir sind Liebe. Wir sind Freiheit. Wir sind Sicherheit. Wir sind all das. Und The Dreamers Community ist ein Raum, in dem alles möglich ist. Alles erlaubt ist, indem du, indem ich, indem wir so sein können, wie wir wirklich sind. Mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, egal was es ist, ist in diesem Raum erlaubt. Und alles wird akzeptiert, alles wird geliebt und alles wird wertgeschätzt. Und Das ist es, was ich mir persönlich für diese Welt wünsche. Eine Welt, in der wir so sein dürfen, wie wir wirklich sind. Und das fängt bei uns an. Und wir dürfen das vorleben. Und ich will einfach nur diesen Raum öffnen für uns alle, in dem wir unseren Schmerz wirklich angucken und ihn transformieren, indem wir ihn sein lassen und gleichzeitig groß träumen dürfen, all das machen dürfen, was wir wirklich machen wollen. Denn das, was du wirklich machen willst, das bist du, das zeichnet dich aus. Und es ist egal, was das ist, wenn es dich erfüllt, es ist der absolute Wahnsinn, denn wir brauchen nicht mehr Menschen, die neueste Elektronikerfindung des Jahrtausends kreieren oder die das größte Unternehmen oder das größte Gebäude der Welt bauen. Wir brauchen Menschen, die aufblühen. Menschen, die voller Freude durchs Leben tanzen, weil sie so sind, wie sie sind und weil sie das lieben, weil sie das tun, was sie wirklich lieben. Und vielleicht ist es das größte Gebäude der Welt bauen. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Danke, dass ich das mit dir hier teilen darf. Es freut mich wirklich mega, das hier mit dir zu teilen. Und wenn du irgendetwas teilen willst mit dieser Community, der Raum steht hier offen. Du musst es nicht, wenn du es nicht willst. Aber ich freue mich mega, mit dir zu connecten, mich mit dir auszutauschen. Danke für dich in dieser Community.